Hallo und herzlich willkommen bei Deine Freie Lotze. Ich bin gerade frisch aufgestanden, sitze auf meinem Balkon und bin ein bisschen müde. Ich filme gerade mit einer Ersatzkamera, weil meine Kamera ja gerade in Reparatur ist. Und, ui, es kommt gerade die Sonne durch. Wir haben gleich so eine Wohnungsbesichtigung. Meine Bewohnerin zieht aus und ich ziehe auch so halb aus, aber das ist eine. Aber ich bleibe hier noch wohnen, also so ist es nicht. Also, was war das? Hallo, hier ist wieder zurück. Wir haben gerade ein paar Leute gehabt. Letzte Person war auch sehr lustig und es war eine lustige Atmosphäre. Und dann ganz plötzlich, also es war sowieso schon alles irgendwie ganz komisch und bekloppt. Und kam plötzlich der Postbote und hat uns für den Nachbarn so ein Paket. Hier. Und das steht jetzt hier einfach im Flur. Wir dachten auch kurz, dass vielleicht der Nächste, der sich die Wohnung anguckt, gleich schon mal seine 7 Sachen mitbringt, um einzuziehen. Aber das hat sich dann zum Glück als falsch ergeben. Der versucht sich immer ins Bild zu schummeln, ne? So, das war schon wieder. Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Wir haben unseren die erste Person gefunden, die hier einziehen wird. Und dann werden wir mit der Person wahrscheinlich nächstes Wochenende die nochmal einladen und so eine Art Recall. Also wir laden die nochmal ein. Genau gesagt, und soll ja auch sehen, ob... Sie soll ja auch sehen, ob sie mit ihr klarkommt. Ne? Also ich habe mir davon Schlimmeres vorgestellt. Weil das letzte Mal, da war das so, da hat man gerade die Anzeige reingestellt und 3 Sekunden später musste man sie wieder rausnehmen, weil man schon die ganze Termine voll hat, also über 20.000 Leute schon angerufen haben. Aber diesmal war es gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich die Anzeige sehr individuell geschrieben, das wahrscheinlich schon einige Leute abgeschreckt hat, als sie es gesehen haben. Dadurch wurden die vernünftigen Leute rausgefiltert. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, ich habe dann auch noch gesehen, ja, ich habe eine Weile keine Videos mehr gemacht. Vor knapp einem Jahr. Jetzt ist ein bisschen mehr Luft reingekommen, also. Okay, bis demnächst. Hoffentlich wieder mit meiner alten Kamera. Bis dann, tschüss. Ihr seid ja noch da. Tschüss.